Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Bildner TV. Heute mit einem bisschen Rätselspaß für den Herbst. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unser Video rund um das Thema Wordle. Da musste man Wörter erraten anhand von Buchstabenkombinationen. Ist vielfach geklickt worden. Jetzt gibt es für dieses Kultspiel, das es mittlerweile ist, auch jede Menge ziemlich lustige Alternativen. Ein paar davon möchte ich euch vorstellen und wünsche euch jetzt schon mal viel Rätselspaß damit. Hallo, ich bin der Thomas und schön, dass ihr wieder hier seid bei uns bei Bildner TV. Wir sind euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben und heute eben mit ein bisschen was zur Ablenkung, was man so nebenbei als harte Nuss mal spielen kann, vielleicht so um in den Tag zu starten oder wenn man eine Pause einlegt und zwar direkt bei euch im Browser, am Laptop, am Computer, wo immer ihr da auch seid. Wordle, das haben wir euch vor etlichen Wochen vorgestellt. Das Video dazu, das blenden wir euch natürlich nochmal ein, könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Heute geht es um diese Wordle-Alternativen. Also es geht im Grunde ums Rätseln. Man gibt ein paar Dinge vor, dann gibt es eine Antwort drauf, ob da vielleicht was Richtiges mit dabei ist. Und so kommt man langsam mehr und mehr dem Ziel immer näher. Spielprinzip ist bei allen Alternativen immer gleich. Es gibt jeden Tag ein Ding zu erraten. Man hat also nur jeden Tag einmal die Möglichkeit, man kann jetzt nicht öfter dieses Spiel spielen, sondern man muss wieder 24 Stunden warten, bis quasi wieder ein neues Rätsel erscheint und das macht das Ganze insgesamt ziemlich spannend und irgendwie auch abwechslungsreich. Jetzt starten wir aber gleich los mit unseren Wordle-Alternativen. Also wir gehen hier in unseren Internetbrowser und meine erste Wordle-Alternative wäre Claudel. Und Claudel, wie wir es hier so schön sehen, das bedeutet quasi die Wolke. Und es geht hier bei diesem Spiel darum, ein Wetter zu erraten. Und zwar eine Wettervorschau. Und wenn wir uns das hier anschauen, gesucht wird der Wetterbericht für Maseru in Lesotho für die nächsten 5 Tage. Und das müssen wir jetzt erraten. Es gibt so einen kleinen Hinweis dazu. Man kann sich hier die Landkarte aufrufen. Schauen wir mal kurz, wo das eigentlich ganz genau liegt. Dann hat man zumindest eine gewisse Vorstellung, wie das Wetter vielleicht sein könnte. Also raten wir doch mal einfach. Bei Claudel können wir nämlich jetzt hier auswählen, welche Wettervorschau wir denn vermuten für die nächsten 5 Tage. Ich zeige euch das kurz. Also wir gehen davon aus, dass es vielleicht 2 Tage sehr heiß ist. Dann kommen ein paar Wolken, vielleicht etwas Regen mit bisschen Sonne und am Schluss ist vielleicht Nebel. Also jetzt nur als kleines Beispiel. Könnt ihr mit Enter bestätigen und dann wird mir angezeigt, naja, okay, so schlecht bin ich gar nicht unterwegs. Also die ersten 3 Tage stimmen schon mal. Gut geraten. Zweimal Sonne, einmal so leicht bewölkt. Nur für Samstag und Sonntag stimmt das Ganze nicht. Also spielen wir das kurz weiter. Das können wir schon mal übernehmen. Ist grün, das ist also richtig. Grau ist nicht richtig, kommt auch nicht vor im Wetterbericht. Also die zwei können wir im Grunde schon mal ausschließen. Das heißt, machen vielleicht mit etwas Wolken weiter und vielleicht gibt es noch Gewitter. Schauen wir, ob hier etwas stimmt. Leider nein. Also einen dritten Versuch machen wir noch. Vielleicht ist es ziemlich stark bewölkt und hier nochmal Niederschlag. Na gut, es könnte auch so sein, dass es vielleicht wieder sehr sonnig wird. Na, schaut's ja. Okay, das ging ja sehr, sehr gut. Also Wetter richtig erraten. Jetzt könnt ihr hergehen, könnt mein Ergebnis kopieren und dann weiterschicken. Aber ich finde, macht schon ein bisschen Spaß, Wetter zu erraten. Eine Alternative eben, Claudel, gebt es einfach mal ein und ihr werdet mit Sicherheit auch zu Wetterexperten werden. Was haben wir noch für eine Alternative zum Wordle? Da gibt es noch Flaggle und da geht es um Flaggen aller Welt. Spielprinzip ist ja ziemlich simpel. Ich wähle mir im ersten Schritt ein Land aus, denn am Ende wird gesucht die Flagge zu einem Land. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich zeige euch das ganz kurz. Wir wählen uns, weil der erste Versuch ist im Grunde ein Blindflug, also wählen wir uns hier mal Belgien aus. Und dann bekomme ich einen ersten Hinweis. Und dann als zweiten Hinweis, Belgien war mein Tipp. Das gesuchte Land der Flagge, die am Schluss hier entstehen soll, ist von Belgien.
4410 Kilometer weit entfernt. Ich habe hier eine Vermutung. Ich gebe jetzt noch ein zweites Land ein. Gehen wir mal ein bisschen. Machen wir einfach mal Zypern. War auch falsch, aber wir sind zumindest schon mal um 1000 Kilometer näher gekommen. Und so klickt man sich halt immer weiter durch, bis man dann am Ende das Land findet, das zu dieser Flagge, die da am Schluss auftauchen soll, auch wirklich gehört. Wie gesagt, man bekommt ja immer mehr aufgedeckt und man kommt mit den Kilometern den Ländern immer ein Stückchen näher. Also nochmal kurz zur Wiederholung für euch. Es wird hier eine Flagge gesucht, die hier unter 6 Felder versteckt ist. Mit jedem Hinweis wird diese Flagge mehr und mehr aufgedeckt und ich muss immer mehr erraten, welches Land denn zu dieser Flagge gehört. Also Belgien, Zypern war es nicht. Ich habe jetzt nochmal einen Tipp. Ich glaube, das könnte Kasachstan sein. Probier es mal auf. Jawohl, ist richtig. Also auch hier könnte ich wieder mein richtiges Raten mit anderen teilen. Und Kasachstan ist richtig. Das ist die Fahne dazu. Und ich habe jetzt ja, nur 3 Runden benötigt. Ist halt ein Spiel für alle, die geografisch gern viel unterwegs sind und die sich auch so mit Fahnen und Flaggen beschäftigen. Ich habe gleich noch für euch 2 weitere Alternativen, die durchaus Spaß machen. Vorher aber noch der Tipp an euch und zwar, wie geht es euch so mit so kleinen Spielen nebenbei? Habt ihr da vielleicht auch persönliche Favoriten? Dann schreibt uns das am besten mit einem Kommentar hier unter dieses Video. Und das Beste ist, ihr nehmt natürlich damit auch wieder an unserer Verlosung teil. Jede Woche gibt es die Chance auf ein Buch aus dem Bildner Verlagsprogramm, könnt ihr euch dann auch auswählen, welches Buch es sein soll. Mein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr viel am Rechner sitzt, dann schaut in unsere Bücher zu Windows 10 für Senioren und Windows 11 für Senioren. Natürlich auch für das aktuelle Betriebssystem von Microsoft gibt es schon das Buch dazu hier bei uns im Bildner Verlag mit allem, was ihr wissen müsst, damit ihr das Betriebssystem komplett so richtig ausnutzen und gut anwenden könnt. Also klickt mal rein auf bildnerverlag.de. Und ihr könnt euch auch wieder schon gratis Kapitel aus dem Buch herunterladen bei uns auf der Homepage. Dann könnt ihr schon mal sehen, wie stark dieses Buch ist, wie viele Tipps und Tricks da drin sind und was ihr damit alles wirklich erlernen könnt und wirklich gut unterwegs seid, dann mit Windows 10 oder mit Windows 11. Einfach mal auf bildnerverlag.de klicken. Abo freut uns natürlich auch und der Daumen nach oben macht uns großen Spaß, denn das ist für uns die Motivation, dass wir weitermachen. Das Abo hat für euch natürlich hier bei uns im YouTube-Kanal den Vorteil, ist für euch völlig kostenlos und ihr bekommt immer unsere neuesten Videos. Glocke bitte auch aktivieren, dann bekommt ihr auch die Benachrichtigung dazu. Jetzt aber noch 2 weitere Wordle-Alternativen. Also Flaggle haben wir gelöst, da gibt es auch nur eine Fahne am Tag zu erraten oder eine Flagge am Tag zu erraten. Gibt keinen zweiten Versuch, das klicken wir schon mal weg. Und jetzt kommt noch Numble. Hier geht es darum, man muss, wie nenne ich das Ganze, einen Rechenvorgang erraten. Das Endergebnis hat man uns Gott sei Dank hingeschrieben, also ist gleich 10. Das heißt, ich muss hier eine Rechnung aufstellen, die am Ende dann ist gleich 10 ergibt. Zur Verfügung stehen mir natürlich alle Ziffern, Plus und Minus, geteilt mal. Und hier muss ich halt irgendwas zusammenstellen, das am Ende 10 ergibt. Also wir probieren hier einmal kurz was aus. Mathe ist jetzt nicht so meine große Stärke. 9 plus 8 wäre 17 minus 5 ist 12 und dann nehmen wir noch minus 2, dann sind wir eigentlich bei 10. Schauen wir mal, ob hier irgendwas stimmt. Naja. Nicht allzu viel. Also 9, 5 und 2 kommen nicht vor. Das Minuszeichen wäre hier dann an der richtigen Stelle und Plus und 8 und Minus sind auch schon mal richtig. Kommen aber nicht an diesen Stellen vor. Das heißt, wir müssten die nochmal neu setzen. Jetzt unser zweiter Versuch. Wir haben kurz ein bisschen im Kopf durchgerechnet, was möglich wäre. Das wäre jetzt unser Vorschlag, der nächste. 8 minus 1. Plus 6, minus 3 sollte eigentlich auch wieder 10 ergeben. Schauen wir mal, was hier stimmt. Naja, also unsere Zeichen stimmen. Minus, Plus und Minus sind ja schon mal an der richtigen Stelle. Jetzt müssen wir nur noch mit unseren Zahlen jonglieren, die hier eben noch nicht geschwärzt sind. Also mit 4, 7, 0,
8, 6, das dürfte alles nochmal vorkommen, dann sollten wir irgendwann mal auf die 10 kommen. Okay, also einen Versuch wagen wir noch. Was wird sich noch ausgehen? 6 minus 4 plus 8 minus 0 und Enter. Jawohl, gewonnen. Gratuliere hier in die Regie, ist nicht meine Leistung. Und auch hier könnten wir wieder unseren Gewinn teilen mit anderen Rechenkünstlern weltweit. Also, wenn man das in der Früh schon hinbekommt, dann ist man gut drauf. Glückwunsch. Und dann haben wir noch eine vierte Alternative. Da sind wir wieder bei allen, die Geografie lieben. Das müsste jetzt wieder was für mich sein. Und zwar bei Worldle. Also wirklich, da geht es um die World, einmal um die Weltreisen. Und hier muss man eben Länder anhand ihrer Umrisse erkennen. Bei manchen Ländern, glaube ich, ist es ziemlich einfach, aber da gibt es schon so die ein oder andere harte Nuss. Wir probieren das Ganze hier mal aus. Ich habe schon eine Vermutung. Ich weiß nicht, naja, vielleicht habe ich ja beim ersten Mal schon recht. Ich schätze, das könnte der Iran sein. Also man kann hier auch direkt das Wort eingeben oder das gesuchte Land. Mal schauen, was es heißt und hier mal raten. Oh nein, nicht ganz richtig. Okay. Meine Einschätzung falsch. Also nochmal kurz zur Erklärung. Unser Zielland, das wir eigentlich suchen oder das gesucht wird, ist vom Iran 4617 Kilometer entfernt und liegt in östlicher Richtung. Und wir sind, das ist so eine Prozentangabe, 76% Nähe entfernt von unserem Zielland. Bisschen kurios, aber mein zweiter Gedanke wäre China. Volksrepublik China kann man hier auswählen und ich glaube, das müsste stimmen. Jawohl, 100%. Das sind es natürlich dann auch nur 0 Kilometer. Also, das glaube ich war relativ einfach. Da gibt es mit Sicherheit noch schwierigere Rätsel. Ich hoffe, für euch war was dabei mit unseren Alternativen. Ich finde, das macht durchaus Spaß im Herbst, wenn vielleicht wieder ein bisschen trübere Tage daherkommen. Wenn man sich eine Pause gönnt am Computer, dann kann man solche ja, Rechennüsse oder Ratenüsse durchaus mal knacken. Viel Spaß an dieser Stelle und schreibt uns natürlich fleißig eure Kommentare, wie es euch damit geht. Oder vielleicht habt ihr noch eine andere Alternative dazu entdeckt, dann würde uns das natürlich auch sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß hier mit uns mit Bildner TV.